Moin Mädels und herzlich willkommen zum nächsten ACS Gameplay. Diesmal haben wir ein Bombenspiel vom Juggernaut Game Day für euch. Das gegnerische Team hat die Bombe von Anfang an und hat die Möglichkeit, diese entweder am Podest, am T-Stück oder im Keller zu platzieren. Wo, wissen wir nicht als Gegnerteam, also teilen wir uns auf in drei einzelne Squads, die dann jeweils einmal aufs Podest gehen, einmal zum T-Stück und einmal in den Keller. Das Ganze mit Funk miteinander verbunden. Und sobald irgendwo dann Kontakt herrscht, wird das dann per Funk übertragen an die anderen Squads und somit wissen diese dann, in welche Richtung die pushen müssen. Jan, Hannes und ich hatten die Aufgabe, durch den Keller zu gehen, diesen zu sichern und falls dort kein Kontakt herrscht, über das T-Stück oder die Vorhalle zu pushen und den Gegnern eventuell die Bombe abzuluxen. Oh, scheiße. Ja, ja, ich geh ja schon. Ja, hit. Ah, jetzt, ja? Mhm. Ich bin hit. Es ist jetzt spät. Okay. Roti, roti, roti. Roti, roti, rot. Betty. Tati, tati, tati. Lass mich bitte mal vorbeigehen. Nein. Ja, ich denke, nach hinten werden die jetzt komplett. Während der Juggernaut das Geschehen auf dem Spielfeld durchlöcherte, hatten wir uns nach dem fehlgeschlagenen Hinterlaufungsversuch zu dritt im Spawn zusammengefunden und warteten auf den vierten Mann. Wir dachten, dass die Gegner die von uns angegriffene Flanke jetzt besser absichern würden, weshalb wir zwar wieder in den Keller gehen wollten, aber dieses Mal in die andere Richtung. Und erst hoch durchs Labyrinth Richtung Spawn. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, Magazine fallen lassen, 26, 27, 28, 29, 30. Dieser Hitruf gerade kam von einem Spieler unseres Teams aus der Wohnung. Heißt, die Gegner mussten unser Podest-Team überrannt haben. Dies wuf natürlich unseren ursprünglichen Plan über den Haufen
und wir machen uns erstmal daran, die Wohnung freizuräumen, um unserem Podest-Team den Weg zur Rückeroberung des Podests wieder freizuräumen. Nichtsdestotrotz war uns klar, dass wenn die Vorhut schon das Podest eingenommen hatte, bald die Nachhut mit der Bombe folgen würde, um diese zu platzieren. Hinter der Couch. Ja, jo. Liegt komplett hinterm Sessel. Okay. Ich hab. Ich hab drei. Du solltest weglaufen! Kommt eine Granate! Ich brauch noch eine. Ja, ist bestimmt vorm Sessel gelandet, wetten. Direkt hinterm Sessel. Ja, ja. Ich glaube, da kommt Rupi. Rupi! Hannes! Gut, Rick. Nachdem Hannes die Wohnung freigemacht hatte, wollten wir jetzt schön leise und ruhig durch den Keller unterm Podest lang und dann ganz leise uns von hinten anschleichen. Leise. Seht selbst, was passiert. Obwohl das jetzt gerade alles andere als leise war, haben die Gegner uns tatsächlich nicht gehört und wir konnten unseren Plan dann doch in die Wirklichkeit umsetzen. Hannes hat die Bombe. Zumindest hat er sie entschärft. Ich habe eben Bombe entschärft gehört und Hannes war leider der Einzige da. Fuck. Rein. Schnell. Dann wird er die Bombe graben. Schnell. Lauf. Nehmen wir. Verstanden. Nach rechts.
Steffen! Michel! Ja, ich gehe. Du musst da durchrennen und einfach nur das Fenster. Renn durch! Schnell, durch! Julian, durch! Okay, gut gemacht. Hannes hat den Weg für mich freigemacht, sodass ich die Bombe in unseren Respawn sichern konnte. Und somit haben wir das Spiel gewonnen. Wir haben es geschafft! You don't have to be mad. It's just a game.